Tada! Immer noch in Berlin, immer noch mit Christoph hier auf der Golfanlage Groß-Kienitz. Wir sind hier hinten am Puttinggrün und wir haben was aufgebaut. Ihr seht das im Hintergrund. Eine schöne Übung. Wie heißt die Übung, Christoph? Ja, das hat die einen Namen? Ja, die hat einen Namen. Socket Putting heißt die. Socket Putting, um Gottes Willen. Circle Putting, okay. Ja. Also, wie geht die Übung? Die Übung geht so, dass man in einer Schlägerlänge entfernt Stationen aufbaut. In dem Fall haben wir sechs Stationen hergerichtet. Und wir treten aber im Duell gegeneinander an, um halt wirklich eine Drucksituation zu simulieren. Und zwar wählen wir uns Tees, die gegenüberliegen, als Startpunkt. Also ein Verfolgungsrennen quasi. Oh, genau. Und wir fangen an zu putten. Und wenn man reingeputtet hat, Ball wieder aus dem Loch nehmen, hinlegen, zur nächsten Station gehen. Okay. Wenn man verfehlt hat, Ball holen, dem anderen nicht in die Quere kommen, wenn man den anderen stört. Zählt das als eingelocht. Okay. Und wer als erster den anderen eingeholt hat, der hat dann gewonnen. Ich bin gespannt. Wir machen drei Durchgänge wieder? Drei. Viel Kondition. Ach ja, du bist der Fitnesstrainer. Kondition ist nicht das Thema. Vielleicht das Putten. Genau, drei Durchgänge und nach dem großen Erfolg der Challenge eben, Socket Putting, jetzt mit Christoph und Markus. Okay, im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Im Uhrzeigersinn. Okay. Liegen ja auch schon so die Bälle. Auf die Plätze. Das ist viel nicht im Weg. Fertig, Schluss. Zweite Runde? Jo. Achtung, fertig und los. Okay, letzte Runde. Ja. Diesmal mit dem Uhrzeigersinn. Mit dem Uhrzeigersinn. Ja. Okay. Ihr seht den verdienten Gewinner vom Socket Putting. Ich nenne es ab jetzt nur noch Socket Putting. Ist gut. Das ist ein super Spiel. Das macht total Spaß. Ihr könnt euch auch vorstellen, so im Kindertraining. Das ist genau, mit meinem Sohn spiele ich das ab und zu und die sind da, die wollen immer weiter. Ja, das ist gut. Und es fordert tatsächlich konditionell, von der Konzentration her fordert es einen auch. Was ganz gut funktioniert hat, ich weiß nicht, wie du es machst, ich habe es wie Jordan Spieth mal, ich habe nur aufs Loch geschaut und geputtet und auf die Entfernung geht das. Ja. Fand ich. Also ich habe einfach versucht, die reinzumachen und das hat auch geklappt. Ja, sehr schön. Ja, überzeugender Sieg. Sehr schön. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier vielleicht in Deckung gehen müssen. Die Flieger, ich weiß nicht.
Genau, das ist hier der Flight, der schon mal vor uns gestartet ist, aber ich glaube, da kriegen wir keine Probleme. Nee, die sind sehr, sehr schnell unterwegs. Und gucken mal, ob wir jetzt noch eine Challenge machen. Wir werden auf jeden Fall eure Fragen noch beantworten, also schaut euch auch das Video an. Und genau, dann geht's gleich auf den Platz und dann spielen wir ein bisschen Golf. Ciao! Ciao!